Käffchen-Kaffee. Käffchen-Kaffee. Nochmal. Ah, oh, schön Latte Macchiato. Ich kann es nicht aussprechen. Latte Macchiato. Latte Macchiato. Ist auch nicht schlecht. Ja, nee, momentan nicht. Aber so noch schlappe 9 Tage, dann trinke ich auch wieder einen Kaffee. Und bist du ein bisschen so auf Cold Turkey? Ich bin eher auf Bio-Chai. Denn ich trinke tatsächlich seit 1. November keinen Kaffee mehr. So, das haben wir ja... Ich muss kurz trinken. Milchschaum ist schön, oder? Ja, aber ich bin eigentlich, das ist jetzt nur für die Show. Eigentlich trinke ich gerade eher Espresso. Der Kenny hat ja, wie ihr gesehen habt, trinkt ja seit ein paar Tagen keinen Kaffee mehr. Und dann haben mich tatsächlich einige sehr verdutzt angeschrieben, vor allem auf Facebook. Was macht denn der Kerl eigentlich da? Warum tut er sich sowas an? Und Kenny, die Frage leite ich mal weiter. Warum mache ich das Ganze? Im Prinzip mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren immer im November einen ganz krassen Kaffeeentzug. Das heißt auch nicht reduziert, irgendwie weniger oder nur 1-2 Tassen in einer Woche oder so. Ich mache einen Radikalentzug, also wirklich Hardcore und trinke dann 4 Wochen lang keinen Kaffee. Warum? Ich trinke sehr gerne Kaffee, ich trinke auch viel Kaffee und mache das im Prinzip, um dem Körper zu zeigen, dass er sich wieder besser auf Koffein, Zusatzstoffe und so weiter und vor allem auch auf den Stoffwechsel besser einstellen kann. Kaffee hat viele positive Eigenschaften, aber auch viele negative Eigenschaften. Und mit so einem, ich sag mal, kalten Entzug im Prinzip, will ich den Körper wieder neu resetten, in die Nullstellung bringen, dass ihm und ihm wieder zeigen, hey, pass auf, so und so fühlt sich Koffein an, so und so fühlt sich der Kaffee an. Wir haben das jetzt nur auf Kaffee reduziert. Es geht natürlich komplett auch um Koffeinentzug. Das heißt, ich trinke auch keine Softdrinks oder Tee, jetzt grünen Tee, weißen Tee, schwarzen Tee. Das gibt's auch alles nicht. Ich versuche komplett auf Koffein zu verzichten, um dem Körper, wie gesagt, das Gefühl zu geben, sich mal komplett neu zu resetten. Okay, das heißt aber, nach den 30 Tagen nimmt er wieder effizienter, stärker Koffein auf? Besser auf? Die Wirksamkeit ist deutlich erhöht, das merke ich auch. Also wenn ich jetzt ich trinke ganz klassisch am Vormittag 2-3 Tassen Kaffee, auch mal gerne sowas wie du, Latte Macchiato, auch mal mit Milch. Trinke ich eigentlich nicht gerne, ist nur wegen des Videos. Und wenn man aber allerdings das Gefühl hat, man braucht das und das, ich sag mal, wie so eine Art Sucht auch ist, das ist eigentlich der erste Punkt und auch der erste Hinweis, wo man tatsächlich über so einen Kaffeeentzug mal nachdenken sollte. Denn der Kaffee steuert natürlich viel in unserem Körper, einmal im Gehirn, ne? Also durch das Koffein werden bestimmte Prozesse beschleunigt, die Gefäße werden geweitet, du kannst dadurch zum Beispiel besser auch denken, weil durch die Gefäßweiterung auch das Gehirn besser mit Blut versorgt werden kann. Und dadurch greifen viele zum Kaffee und durch das Koffein wird auch das Melatonin geblockt, sage ich mal. Das heißt, der Körper ist vielleicht eigentlich müde und erschöpft. Und durch das Koffein findet eine Blockade statt, dass diese Botenstoffe nicht mehr freigesetzt werden. Und du kannst dadurch die Müdigkeit nach hinten raus verschieben. Das macht natürlich dann Sinn, wenn man gerade in Hochphasen ist, so wie wir jetzt gerade. Ne? Also im Oktober, November ist natürlich für die Coaches viel Arbeit, weil die komplette neue Saison geplant werden muss. Das ist dann auch eine Hochphase, wo man viel arbeitet, wo man abends auch lange arbeitet. Und da tut so eine Tasse Kaffee natürlich auch gut und kann die Müdigkeit so ein bisschen nach hinten auch rausschieben. Das heißt, eigentlich wäre es auch gar nicht so schlecht, zum Beispiel das 2-4 Wochen vor seinem Peak-Ereignis zu machen, oder? Genau, gerade wenn man bedenkt, dass Kaffee ja auch eine leistungssteigernde Wirkung hat, was in vielen Studien bewiesen ist. Die Studienergebnisse schwanken ja so zwischen 3-7% Leistungssteigerung. Und das ist natürlich ein super Effekt. Und was du gerade angesprochen hast, auch für den Peak, für den Wettkampf, jeder kennt das ja, man ist am Wettkampftag tierisch aufgeregt. Und da tut auch so eine Tasse Kaffee oder mal einen Kaffee vor oder ein Espresso vor dem Wettkampf auch gut, um ein bisschen runterzukommen und um natürlich auch vor dem Wettkampf den Stoffwechsel anzukurbeln. Irgendeine Lampe ging gerade aus. Ist das der Sparmodus? Nein, wir haben hier einen Bewegungsmelder und wir bewegen uns zu wenig und daher ist die obere Lampe gerade ausgegangen. Jetzt ist sie angegangen. Ja, jetzt ist sie wieder angegangen. Okay. Ja. Genau. Gut, wollen wir dazu noch einen kleinen Block auf Speedwill packen, wo wir nochmal so die Highlights reinpacken? Was macht das für einen Sinn? Das können wir machen. Wir können aber vielleicht auch nochmal darauf eingehen, was das mit mir gemacht hat. Ja. Das wäre vielleicht auch interessant, oder? Mhm. Also ich habe so ein paar Punkte mal aufgeschrieben.
Wir wissen ja, ne, wie Kaffee wirkt. Also grundsätzlich ist der Kaffee gut für den Stoffwechsel, weil durch die vielen Säuren, die im Kaffee enthalten sind, fördert das natürlich auch die Darmflora, ne? Und ich hatte jetzt zum Beispiel die Herausforderung, oder das haben wahrscheinlich auch viele andere, die Kaffeeentzug machen. Du hast an den ersten ein, zwei Tagen tatsächlich Probleme, aufs Klo zu gehen. Nicht das kleine Geschäft, sondern eher das große Geschäft, weil diese Säuren einfach im Organismus fehlen und du bist ziemlich müde und platt. Weil der Körper sich natürlich auch an den regelmäßigen Kaffee und damit auch Koffeinkonsum gewöhnt hat. Viele Leute stehen auf, das erste, was sie morgens machen, Tasse Kaffee. Und um in den Tag zu starten. Und das fehlt jetzt natürlich komplett. Und ich habe da so ein paar Ersatzprodukte für mich gefunden. Ich trinke einmal natürlich Tee. Das funktioniert auch Welchen Tee? richtig, richtig gut. Welchen Tee? Ist im Prinzip je nach Gusto, was einem schmeckt. Ne? Kein grüner, kein schwarzer. Genau, wichtig ist, dass kein Tein enthalten ist. Das ist im Prinzip das Gegen oder der Gegenspieler, was beim Kaffee das Koffein ist, ist beim Tee das Tein. Und das ist hauptsächlich enthalten in weißem Tee, schwarzem Tee, grünem Tee. Das heißt, ich trinke Früchtetees oder jetzt momentan, meine Frau hat mir heute einen leckeren Chai gemacht mit einem Schuss Milch. Das geht auch ohne Probleme. Okay. Genau. Ja, Gut. ansonsten, ich habe so ein paar kleine Punkte noch aufgeschrieben. Genau, Konzentration, Stress, das wirkt sich natürlich auch darauf aus, weil Kaffee ja auch eine gewisse entschleunigende Wirkung hat. Ne? Man kennt das vielleicht aus der Firma, man setzt sich mit den Kollegen zusammen, trinkt einen Kaffee. Und das fehlt jetzt natürlich auch. Ne? Also wenn ich Die jetzt. Zigarette des Nichtrauchers. So kann man es auch ausdrücken, ja. Also was ich mir jetzt angewöhnt habe, ich stehe morgens auf und trinke ein Glas Wasser. Und wenn ich das Verlangen nach Kaffee habe, beispielsweise nach einem langen Telefonat oder wenn man irgendwie viel, viel Stress hatte, trinke ich auch ein Glas Wasser. Und dann nehme ich mir aber auch Zeit dazu, stelle mich ans Fenster oder gehe kurz raus in den Garten und trinke dann entspannt das Glas Wasser. Und da habe ich eine gute Alternative zu gefunden. Genau. Okay. Ja. Aber so hart wie es immer, mir haben auch ganz viele Leute geschrieben, ich kann euch da beruhigen, ich lebe noch, mir geht's gut und so hart wie es klingt, ist es im Endeffekt gar nicht. Also die ersten 1, 2, 3 Tage sind ein bisschen anstrengend und dann pendelt sich das alles ein. Okay. Ja. Hast du noch einen Punkt? Nimm dein Audiogerät auch noch auf? Mein Audiogerät nimmt noch auf. Kurz. Doch, doch, also das funktioniert noch. Ja, was man vielleicht zum Thema Kaffee, um das ein bisschen größer zu fassen, noch sagen kann, ist, achtet darauf, welchen Kaffee ihr wählt. Ne? Also nicht immer unbedingt den vom Discounter, sondern achtet auf eine gute Röstung. Und für uns Sportler ist ganz, ganz wichtig, achtet darauf, Arabica zu nehmen. Daniel, du bist der Experte. Wie heißt das? Es gibt Arabica und. Das ist die andere Robusta? bekannte. Robusta, genau. Arabica ist für uns Ich bin Sportler kein besser. Experte. Geringerer Säureanteil. Was für uns Sportler natürlich wichtig ist, dass da das alles mit dem Stoffwechsel alles ganz gut klappt. Das wäre auch nochmal ein interessanter Punkt. Ich bin ja da dran mit einer Rösterei aus Freiburg, Schwarzwild, da auch ein Speedwill-Flavor rauszubringen mit der Andrea, eine der besten Röstereien Deutschlands, hat schon Award bekommen. Ja, da dürfte die nächsten Wochen, Monate was zu kaufen sein bei uns. Und ja, aber. Können wir schon mal spoilern? Es gibt Speedwell-Kaffee. Ja, mit Speedwill Flavor. Ja. Also bestehenden Kaffee, den wir Ja. nochmal mit ja, Speedwill labeln etc. Ja. Nee, aber ich liebe Kaffee. Ich brauche das persönlich für meine morgendliche Routine. Ja. Ich finde es sehr stoffwechselfördernd, muss Ja. man so zu formulieren. Ja. Bin Nichtraucher seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren und von daher ist das so ein bisschen mein Ersatzprodukt. Substitut, Ja. genau. Und finde es aber cool, wenn man das mal für 4 Wochen durchzieht. Wenn ihr Bock drauf habt, dann guckt auch auf Speedwill. Link drunter packen wir unter das Video, wo Kenny nochmal so seine, ja, aus Coaching-Sicht, aus sportwissenschaftlicher Sicht, so seine Punkte reinpackt. Ich finde das Thema interessant. Des Resettens, so vielleicht einen Monat vor dem Wettkampf oder so, Ja. vom Key-Wettkampf. Ja, und an der Stelle, wenn ihr Fragen habt, packt sie in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, Instagram, Facebook, Brieftaube, was auch immer. Und Genau. ja, dann bis zum nächsten Video, oder? Und haben wir irgendwas vergessen? Kanal abonnieren. Kanal abonnieren, Weltherrschaft und Daumen hoch geben. Ganz genau. Ciao, Bis dann. dann Ciao. Latte Macchiato. Gut, geht. Klassiker. Oh, 10 Minuten. War das jetzt? Ja. Oh, ich hatte
Sehr. Frosch im Hals. Ja? Okay. Aber es ging.